Jeron, du Sohn, komm jetzt. Du unfähiges Stück Scheiße. Ja, darf ich fragen, was hier los ist? Warum was? Sie Ihren Freund beleidigen? Das ist mein Sohn, deswegen sage ich auch Sohn. Oha, also beleidigen Sie gerade Ihre eigene Frau? Ja, die Frau vom Jeron, ja. Die Mutter war eine Hure, deswegen ist er ein Sohn. Das weiß er aber auch selber. Wunderbar. Nennen ihn immer so. Fusco ist auch ein Sohn, aber das ist eine andere Hure gewesen. Ach so, Sie sind der Helden? Das ist richtig. Ah. Schön, Sie mal zu sehen. Du Sohn, komm jetzt mit! Wieso ist denn der Nero nicht mehr pink? Ich hab den umlackiert. Der war mir doch, doch ein bisschen zu auffällig, muss ich wirklich sagen. Der Herr, mal eine kurze Frage, was heißt denn Ihr Kennzeichen? Was ich wohl gehen habe, all cats Scheiße. Are beautiful, weil ich stehe auf harte Muschis. Ne? Ist alles in Ordnung. Ich Ihnen auch. Machen Sie es gut, der Herr. Passen Sie auf sich auf und lassen Sie sich nicht klauen. Mann, fahr weg! Okay, Sayonara. Passen Sie bitte auf Ihren Sohn auf. Jo, mach ich. Bist du? Läuft schon nicht weg. Vielleicht wäre eigentlich die ganze Zeit so du und so. Also du bist. Ja, du sitzt du bist. All night. All night. All night. All night. Okay, Google, like dieses Video und abonnier diesen Channel. Boah, Junge, nerv doch nicht jeden Sonntag, als wenn ich nichts Besseres zu tun hätte. Nee, Antonio, erstens ist da nichts drin, du kleines Stück Scheiße. Dazu noch ziehst du dich um, Alter. Zieh dich um. Nein. Siehst du nicht, was auf meinem Kopf fehlt? Was auf deinem Kopf fehlt? Achso, hab ich Haare bei dir. Klatze. Ja, und? Ja, nein, aber ich kann noch keinen Anzug. Es ist 19 Uhr schon? Nein, es ist nicht eine halbe Stunde. Ja, dann warte ich noch eine halbe Stunde, dann zieh ich mich. Nein. Bist du raus? Nein. Marie? Antonio, fang du nicht auch schon damit an? Nein, aber das ist nur, weil ich eine Glatze habe, Mann. Wie, weil du eine Glatze? Was soll ich mir das erklären? Die will ich gar nicht. Ich war im Knast und haben die scheiß Army-Typen da meine Haare abrasiert, Digga. Ich hab gesagt, nur Seitenaufnahme mit Übergang, Digga, guck mal, was geworden ist. So, egal. Ist egal, du musst ja nicht damit rumlaufen. Zieh Anzug an. Ja, aber jetzt, was Jungs, ist, wenn deine Haare einfach weg sind? Komm, komm mal her. Digga. Ist mir auch egal, zieh an. Okay, komm, wenn du dir jetzt eine Glatze rasierst, dann zieh ich mich an. Okay. Komm mit, ja, okay. Komm, warte, schön. Also ist eigentlich der Standard-Hexboy, der ist auch geil, Digga, von Nissan. Ich finde den hier viel geiler und schon. Ich finde beide geil. Ich weiß, ich finde beide geil, aber ich kann mich auch nicht entscheiden. Aber deine Frau ist geil. Ja. Vielleicht kann ich dir schreiben. Halt deine Fresse, Antonio. Ich sehe nur wegen dir aus wie Monopoly, Mann. Du wolltest, dass ich Glatze mache, habe ich gemacht. Von hinten sieht er aus wie ich, ne? Der sieht auch von vorne aus ein bisschen wie du. Ja, aber er hat einen anderen Bart. Der will reditieren. Einen anderen Haarwuchs. Die sieht auch von vorne aus ein bisschen aus wie du. Haut. Übrigens, ich höre dich, Nikolai. Du warst nur öfter beim Chirurgen wahrscheinlich. Solltest du vielleicht nicht so laut sprechen? Nein, ich stehe dazu, Jack, dass ich schöner bin als du. Und sie war. Also ich finde Jack wesentlich attraktiver. Die Dame, ich muss wirklich sagen, ich finde sie auch äußerst attraktiv. Danke. Haben wir eigentlich schon die Nummern ausgetauscht? Nein. Wollen Sie mir die vielleicht mal geben? Nein. F. Oh, warte, ich muss den auch noch traurig machen. Du siehst. Ich? Mich? Wirklich scheiße aus. Mich kannst du nicht traurig machen. Mich kannst du nicht traurig machen, mir ist das so scheißegal. Gelei, warum was eine Dame von mir hält. Soll ich mal was zu dir sagen? Musst du dich an meine Tochter ranmachen? Ich weiß nicht. Du siehst für mich so aus wie eine, wo ich dann vorbeifahre. Komm mal mit. Dann stecke ich dir das zu und sag, steig's ein und dann kommst du mit. Okay. Also hast du gerade meine Tochter eine Nutte genannt? Nein. Nikolai, wir müssen kurz ein Krisengespräch führen. Ich meine damit eine Anhalterin. Ah. Weil du so hilfsbereit bist. Genau, deswegen gebe ich dir Geld und fahre dich dahin, wo du hin möchtest, ne? Damit du an dein Ziel kommst. Von dir. Ja, bestimmt super nett von dir. Das hast du auch bestimmt nicht gemacht, nur weil die anderen beiden da standen. Nee. Aber ist in Ordnung. Ich bin kein Geier. Tut mir leid, also ich möchte nicht deine Nummer, ich möchte gar nichts von dir. Ja.
Das ist ja auch in Ordnung. Das ist mir sympathisch. Was denkt ihr, Digga? Wenn ihr hier redet. Als ob mir das so wichtig wäre. Add mich bei Snapchat, send News, Bruder. Ich will Revolver, komm, gib mir deine Mio. Du hast den Kopf gerufen, ich wusste es. Piss du alle. Ey! Hör auf jetzt zu schlagen! Ey, Antonio! Sanktion. Sanktion, Schlagen im Anwesen, Sanktion, wie willst du haben? Bezahlen mit der Waffe. Schau dir die Hose an, die ist ein bisschen dunkler, aber passt. Oh mein Gott, Antonio! Ich bin so erschrocken, Alter. Ich frag mich, wie das überhaupt möglich ist. Es ist jetzt nicht so, dass wir jeden Tag da so stehen. So, jetzt wisst ihr heute Abend Bescheid, dann fahrt ihr heute Abend hier das Stück halt mal ein bisschen vor hier und dann ist gut. Nein, ich fahre ja oben bei euch die Kurve auch immer sehr langsam, weil ich weiß, dass ihr auch am Straßen gerade so. Ja, die Army. Ja, da kommt der gepanzerte Army hier Rammel, Alter. Ich muss euch gleich mal aus der Jungen was hat der für eine. Das ist Kevin! Boah, Jungs, ich hab mal einen Schaden getroffen. Ich seh fast nicht. Kevin, was hast du, Junge? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, lass rein. Bleib stehen, lass rein. Kevin, okay, ich seh fast nicht. Ja, ich sollte an deiner Stelle steigst du aus diesem gepanzerten Audio. Ich? Achso. Darf er aber nicht fahren? Hä, wie? Warum denn? Hä, warum denn nicht? Warum denn nicht? Er stand offen rum. Na, ich fahr mit. Wo stand der denn? Wo stand der denn offen rum? Ja, vom Krankenhaus. Vom Krankenhaus stand er offen. Aber warte mal. Stopp. Lass mich hier nicht, bitte, weil sonst werde ich ja auch aufgenommen. Richtig. Dann lass mich wenigstens hinterherfahren. Hallo! Lass mich hier raus, Junge! Alle für eine! Lass mich hier raus, ich hab alles dabei, alle Junge! Eine. Fahr zurück, Junge! Einer für alle! Kevin, fahr zurück! Alle vor allen Orten! Fahr zurück, ich hab nach der Wende noch was vor mit der Wende. Ich krieg riesen Ärger! Der Nissan, einmal bitte rechts ranfahren! Oh, Leute, jetzt rausgesprungen! Jetzt raus! Oh, Junge, was ist ein Monster, das Ding? Das Ding ist, Bruder, ich sehe halt echt nur schwarz-weiß. Ich bin farbenblind, Digga, ehrlich. Wie? Was? Was ja, meinst du? Ich bin farbenblind. Hä? Ja, und das, ja, ich sehe nichts. Wenn du farbenblind bist, kannst du nicht fahren, oder was? Ja, ist schwierig, ja. Ich seh sehr wenig. Auch gerade eben bei der Menschenmasse habe ich fast nichts gesehen, Alter. Ja, das hat man gesehen. Vater? Hä? Ja. Die Hupe ist voll laut von dem, oder? Hä? Findest du nicht, dass die Hupe voll laut ist, Fati? Warum macht der? Hä? Die hört man bestimmt bis ins Telefon, so laut ist die. Hä, wie machst du das? Ey, pack mal jetzt irgendwo, ne? Was ist denn los? Sonst haben wir echt noch geweckt. Alter, das war andere Arme. Scheiße. Schnell raus. Hör auf, immer in die Kofferräume zu gucken, Junge! Es ist, ne? Hör auf mit der Scheiße. Hast du da jetzt irgendwas rausgenommen? Hallo? Hast du da irgendwas rausgenommen? Nein. Was die Sachen da drin? Alle. Alle Kofferräume offen, Alter. Das ist witzig, ne? Die ganzen Kofferräume da offen sind. Nur damit du Panik schiebst. It's all about humanity.